Ja, schön, dass ihr da seid. Was an? Mhm. Der Mauszeit Club zeigt euch heute, wie ihr eine Zündung einstellt. Dazu braucht ihr eine Zündpistole, dazu braucht ihr einen Polradabzieher, einen Kolbenstopper, eine Leere und ein bisschen Geduld. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Achso, und ganz vergessen, ich habe mein eigenes Verfahren entwickelt, wie ihr die Funktionsfähigkeit von Zündspulen testen könnt. Ich bin gespannt. Seht ihr? Nichts. So, wir fangen damit an, dass ich euch nochmal die Zündung erkläre, die einzelnen Bauteile. Hier haben wir die Zündspule, die dafür verantwortlich ist, dass nachher aus der Zündkerze der Zündfunke entsteht und dann letztendlich die Verbrennung im Zylinder stattfindet. Hier haben wir den Kondensator, der bei einer Kontaktzündung dafür verantwortlich ist, die Überspannung hier rauszunehmen, dass hier kein Überfunken entsteht und dadurch letzten Endes der Kontakt hier mit der Zeit abbrennt und der verstärkt auch den Zündfunken noch. Ja, hier ist der Zündkontakt, der bei einer bestimmten Stellung des Polrades oder der Kurbelwelle öffnet. Und hier ist die Lichtspule, in dem Fall die 6 Volt Spannung liefert. Die ist dafür verantwortlich, dass ihr Licht am Mofa habt. So, ich habe jetzt schon das Polrad abgenommen. Um das abzunehmen, braucht ihr einen Polradabzieher, ein Sonnengerät. Das kommt, wenn das Polrad noch aufgeschraubt ist, hier reingedreht. Und mit dem Anziehen dieser Schraube zieht ihr dann praktisch das Polrad von der Kurbelwelle ab. Was ihr auch noch braucht, um die Schraube zu lösen, ist ein Kolbenstopper. Der wird hier in den Zylinderkopf reingeschraubt und der ist dafür zuständig, dass der Kolben sich nicht weiter bewegen kann und dass ich hier genug Druck ausüben kann, um die Schraube abzukriegen. Wenn ihr eine Zündung verbaut, könnt ihr erstmal als groben Anhaltspunkt die Einstellung nehmen, dass ihr die Zündplatte so dreht, dass die Schrauben praktisch an diesem Anschlag sind. Dann ist die Zündung ganz grob erstmal eingestellt und zumindest sollte dann ein Zündfunke entstehen. Ich setze jetzt mal das Polrad drauf und wir gucken mal, ob an der Zündkerze ein Zündfunke entsteht. Mhm. Wichtig ist, wenn ihr das Polrad wieder aufsetzt, hier ist der Polradkeil und ihr habt im Polrad da eine Nut und die muss mit dem Polradkeil übereinstimmen. Also der steht jetzt bei uns relativ links. So, das merkt ihr auch. Irgendwann rastet das ein. So, und dann schrauben wir die Schraube wieder drauf. Und ziehen die Schraube wieder fest. Jetzt in dem Moment drückt der Kolben hier gegen den Kolbenstopper. Also kann ich hier schön Druck ausüben. Nicht zu fest. Da muss man ja auch nochmal mit dem Drehmomentschlüssel machen. 35 Newtonmeter die Mutter vernünftig anziehen. Dann nehmen wir jetzt die Zündkerze und schauen mal, ob wir schon einen Zündfunken haben. Dazu brauche ich noch den Akkuschrauber. So, Akkuschrauber habe ich. Ihr haltet die Zündkerze an den Zylinderkopf, nehmt dann eine 17er Nuss. Ihr müsst darauf achten, habe ich im letzten Video auch schon mal erklärt, aber wer es noch nicht gesehen hat, das Polrad hat eine Laufrichtung, in dem Fall links drehend. Und ihr müsst, wenn ihr es mit einem Akkuschrauber anschmeißt, darauf achten, dass der richtige Lauf eingestellt ist. Dann gucken wir mal, ob ein Zündfunke da ist. Zündfunke ist da. Die Zündung funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob die auch schon richtig eingestellt ist. Dazu erzähle ich euch jetzt was. Um die Zündung richtig einzustellen, müsst ihr zunächst mal wissen, wo der obere Totpunkt ist. Oberer Totpunkt heißt der Moment, wo der Kolben ganz vorne am Zylinder ist. In meinem Fall steht diese Markierung jetzt schon auf dem Polrad drauf. O steht für oberer Totpunkt und hier die Markierung am Motorgehäuse. Also in dem Moment, wo die Markierung da ist, ist der Kolben an der höchsten Stelle im Zylinder. Die Zündung muss aber bei allen Motoren vorher stattfinden. Also bevor der Kolben den höchsten Punkt erreicht hat, muss die Zündkerze den Zündfunken bringen. Und das ist die Markierung M. Wenn M hier an dieser Markierung ist, muss der Zündfunke kommen. Bei manchen Polrädern sind die Markierungen nicht vorhanden. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr mit einem einfachen Trick feststellen könnt, wo der obere Totpunkt ist, wenn ihr diese Markierung nicht habt.
So, ihr nehmt euch einfach einen Schraubenzieher oder irgendwas, was hier in die Öffnung passt von der Zündkerze. Aber schön vorsichtig, nicht dass ihr im Inneren etwas beschädigt. So, und wenn ihr dann das Polrad dreht, seht ihr, bewegt sich auch der Schraubenzieher. So, und ihr dreht das Polrad so lange, bis der Schraubenzieher sich nicht mehr bewegt. Das merkt ihr auch vom Gefühl her. So, der bewegt sich da, bewegt er sich noch. So, und hier bewegt er sich nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Polrad gucken, der obere Totpunkt ist da. Der steht hier natürlich jetzt drauf, aber so hätten wir ihn auch ermitteln können, ohne dass die Markierung da ist. Ihr macht euch dann hier praktisch eine Markierung auf dem Polrad. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr, wenn der Zündzeitpunkt auf dem Polrad nicht vorhanden ist, wie ihr euch den Zündzeitpunkt markiert. Das ist eine Gradscheibe. Mit Hilfe dieser Scheibe könnt ihr den Zündzeitpunkt am Polrad dann markieren. Ihr bringt hier mittig die Gradscheibe auf, stellt die so ein, dass 0 mit dem oberen Totpunkt, mit der Markierung hier übereinstimmt. Das Polrad muss in dem Fall dann auch auf dem oberen Totpunkt stehen, also hier die Markierung am Motor und der obere Totpunkt am Polrad. Und in dem Fall liegt mein Zündzeitpunkt ungefähr bei 27 Grad, nämlich hier, der steht jetzt hier drauf. Aber wenn der nicht drauf stehen würde, würdet ihr euch hier die 27 Grad jetzt auf dem Polrad markieren. Um den Zündkontakt richtig einstellen zu können, braucht ihr eine Schieblehre. Ihr sucht euch dann die Lehre raus, die 0,4 mm dick ist. Und wenn der Zündkontakt an der Stelle, wo er am meisten geöffnet ist, müsst ihr mit der Schieblehre diesen Abstand einstellen. Wir gucken jetzt einmal, wie das hier am Mofa aussieht. Also, es steht auf M und jetzt öffnet der Kontakt. Da sieht man es. Der öffnet genau, wenn der Punkt M erreicht ist. So, und dieser Abstand muss 0,4 mm sein. Und den messe ich jetzt mit der Schieblehre. Oh, ihr seht, die passt rein. So, bei uns hat es jetzt gerade ganz gut gepasst. Wenn es bei euch nicht passen sollte, also sprich, wenn ihr mit der Lehre gar nicht in den Zündkontakt reinkommt oder ihr habt zu viel Spiel, dann müsst ihr den Zündkontakt neu einstellen. Dazu sucht ihr euch dann, wie ich vorhin schon gezeigt habe, den Punkt, wo der Kontakt am meisten geöffnet ist. Ihr löst dann diese Schraube, öffnet dann den Zündkontakt so, dass ihr mit der Lehre dazwischen kommt. Und wenn die Lehre dazwischen ist, zieht ihr die Schraube wieder fest. So, ich habe jetzt die Markierung auf dem Polrad mit einem Edding gemacht, nämlich einmal auf M und einmal O, wobei O interessiert uns jetzt in dem Fall gar nicht, sondern nur M. Und ich habe hier nochmal mit dem Edding die Markierung am Motorgehäuse gemacht. So, um die Zündung jetzt vernünftig einzustellen bzw. zu überprüfen, ob die Zündung richtig eingestellt ist, nimmt man eine Zündpistole. Die funktioniert folgendermaßen. Hier ist eine LED oder eine Glühbirne drin, die nur in dem Moment leuchtet, wenn die Zündung zündet, also wenn der Zündfunke da ist. Man hat hier drei Kabel. Einmal dieses Kabel. Das kommt an das Zündkabel. Dann habt ihr Plus und Minus. Ich habe mir jetzt hier eine Motorradbatterie genommen. Das funktioniert nicht mit einem Ladegerät. Also ihr braucht irgendwie eine Batterie. Dann schließt ihr Plus und Minus an die Batterie an. Schmeißen wir einmal das Mofa an. So, und ihr seht, da ist unsere Markierung M. Und die passt genau überein mit der Markierung am Motorgehäuse. Also die Zündung ist genau richtig eingestellt. In meinem Fall hat die Zündung genau zum richtigen Moment eingesetzt. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, wenn eure Zündung also zu früh oder zu spät zündet, dann müsst ihr die Zündplatte verschieben. Das heißt, ihr löst einmal diese Kreuzschraube, ihr löst einmal diese Kreuzschraube und ihr löst diese Kreuzschraube. Anschließend müsst ihr diese Zündplatte verdrehen. Wenn eure Zündung zu früh ist, müsst ihr die Platte entgegen der Laufrichtung des Polrades versetzen. Also unser Polrad ist linksdrehend in diesem Fall. Also müsst ihr die Zündplatte nach da verdrehen. Wenn die Zündung zu spät zündet, müsst ihr die Zündplatte mit Laufrichtung
des Polrades verändern. Ich zeige euch mein eigenes Verfahren, wie ich Zündspulen teste. So, ich habe mein eigenes Verfahren entwickelt, wie ihr die Funktionsfähigkeit von Zündspulen testen könnt. Ihr braucht dazu einfach nur ein Multimeter, eine intakte Zündspule und eine defekte. Ne, Spaß beiseite. Ich habe mich immer wieder gefragt, wenn eine Zündung nicht funktioniert, welches Bauteil ist kaputt? Und ich habe tatsächlich jetzt mal herausgefunden, durch Messen, wenn ich meinen Multimeter auf eine bestimmte Ohmzahl einstelle und dann die Messung vornehme, dann passiert bei dieser Zündspule beispielsweise Folgendes. Wenn der Guido mal da drauf hält, so, da wird mir ein Wert angezeigt von 4,8 irgendwas. Ohm, schlag mich tot. So, wenn ich das mit der Zündspule mache, das gleiche Messverfahren, dann wird mir hier gar nichts angezeigt. Erst wenn ich hier in diesen Bereich reingehe, bekomme ich irgendein komisches Ergebnis. So, nochmal eine andere Zündspule. Ich stelle das nochmal um. Das gleiche, was ich jetzt gerade mit der vorherigen gemacht habe, hier mitmache, seht ihr nichts. Achso, weil ich es falsch eingestellt habe. So. Seht ihr auch den Wert 4,6, gerade war 4,8. Also, wir halten fest, wie auch immer, die Zündspule scheint kaputt zu sein, weil der Wert halt völlig anders ist als bei den beiden. Und wenn mir jetzt noch einer erklärt, warum das so ist und was diese Zahlen dazu bedeuten, dann wäre ich echt dankbar drüber. In die Kommentare. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mir gerne eure Kommentare unten rein. Hinterlasst ein Abo, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.